Das war ein langer, harter Winter oder ist es immer noch. Aber jetzt haben wir Sonnenschein, wenn auch ziemlich windig. Ich sehe auch schon das erste zarte Frühlingsgrün. Die Gelegenheit, raus in die Natur und in diesem großen Erwachen auch ein Wort über Spiritualität zu verlieren und mit einigen Fehlern, ewigen Fehlern, sowohl hier im Westen als auch im Osten, wie zum Beispiel in Indien, endgültig aufzuräumen. Aus der Stadt. Nichts wie raus aus der Hölle. Nicht in der Stadt ist es stürmisch. Auch hier pfeift der Wind. Da gibt es weit keine Zombies. Die eine oder andere Ausnahme. Keine Dämonen. Naja, die Stadt ist die Hölle. Menschen sind die Hölle. Die Hölle ist der andere. Zombies? Ja, Konsummaschinen. Der Unterschied zu den Menschen ist, die Zombies essen wirklich alles auf. Der Mensch lässt ja von allem, was er an Essen einkauft, etwa 30% über. Dämonen. Ja. Ein Unterschied zum Teufel. Der Teufel sagt, hier bin ich bin der Teufel. Der Dämon sagt, hier bin ich. Ich bin ein Engel. Ich muss immer wieder raus aus der Stadt. Ich könnte sie ja alle umbringen. Ja. Ja, natürlich würde ich gerne immer wieder einen umbringen. Am besten jeden Tag einen. Einer von denen wäre wohl ein Kandidat. Natürlich bringe ich keinen um. Lebenslang? 15 Jahre. Psychiatrie. Stattdessen fahre ich lieber hier raus. Mache Yoga. Wann ist schon kalt? Im Wald ist dann ruhiger. Yoga. Yoga. Die Verbindung mit dem Höchsten. Die Verbindung mit dem Höchsten. Gott. Hier ist Gott. Da vorne. Gleich da vorne um die Ecke. Oder hier. Oder hier. Es ist natürlich naiv zu glauben, dass wir Menschen, dass dieser Körper einen Geist hat und das Universum nicht. Es ist aber auch fürs Universum nicht von Relevanz. Ganz speziell auf diesem Zombie-Dämonenplaneten. Hier kommen schon die Menschen mit den gleichen Eigenschaften an, die Lebewesen mit den gleichen Eigenschaften. Und selbst hat auch dazu gehört oder gehört noch immer dazu. Ja, was für Eigenschaften? Ich würde sagen, halb himmlisch, halb höllisch.
Das ist ja auch ein Himmel hier. Eine Hölle. Ein Mittelplanet. Davon werden wir uns nie befreien können. Wir wollen Freiheit und gleichzeitig Sicherheit. Wir wollen weiterkommen im Leben, Macht und gleichzeitig keine Verantwortung übernehmen. Wir wollen reich sein und sorgenfrei. Wir wollen spontan sein. Es ist für das Universum auch okay, wenn wir alles tun aus Traum und Trieb und ungefähr. Wir können Zombies sein, das ist kein Problem. Konsummaschinen. Das ist unser Universum kein Problem. Dafür ist ja dieses Halbparadies, diese Halbhölle konzipiert. Plan nicht. Wir können uns lange darüber auseinandersetzen, wer wir sind und vor allem wo wir sind. Aber wir haben nur diese eine Hölle, dieses eine Paradies in diesem Leben und deshalb müssen wir es annehmen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es wegzuwünschen wäre auch töricht. Es wäre so ähnlich, als würde ich, wenn ich in einem Gefängnis bin und ich mich beklage über die schlechte Gesellschaft, ich sage besser, das Gefängnis wäre nicht, es würde die Gesellschaft, die Menschen besser machen. Oder ein Krankenhaus wäre aufzulösen, damit es keine Kranken mehr gibt. Oder Schulen wären zu schließen, damit alle gebildet sind. Das Yoga ist der einzige Weg zum Höchsten. Gehmeditation. Ja, die Kunst im integralen Yoga. Integrales Yoga. Wenn wir den alten Meistern folgen, den Satguru. Bitte schauen Sie einmal den Satguru im Internet. Das ist die alte Schule. Es gibt fast nur die alte Schule. Die sagt raus, raus aus dem Ganzen. Gegenkultur. Raus aus dem Wahnsinn, über dem Wahnsinn drüber stehen. Ständig im Yoga-Leben, ständig abseits vom großen Haufen und Geschehen. Blödsinn. Dieser Plan hier des Planeten ist ein anderer. Es ist gar nicht möglich, sich herauszunehmen aus dem Ganzen. Das Yoga ist kein Lebensprinzip, es ist nur für das halbe Leben gut. Stadt und Land, Kultur und Natur. Das Einzelne und das Ganze. Das kann, aber muss nicht im Wettstreit stehen. Die Gehmeditation. Eigentlich ist der Begriff Meditation mir fern, weil ja da das Medium schon drinnen ist und eigentlich brauchen wir kein Medium. Es genügt wir und die Welt, wobei ja auch dieser Unterschied illusorisch ist. Da kommt der Wald. Dabei hat er gar keine Beine. Im Wald ist es wieder stiller und da fällt mir doch die Geschichte ein, die vielleicht wichtigste Geschichte, die wichtigste indische Geschichte. Die wichtigste indische Geschichte aus dem bedeutendsten Buch der indischen Kultur, der Bhagavad Gita. Und in dieser Essenz ist ein Bild
auf einem Schlachtfeld. Und auf diesem Schlachtfeld begegnen sich zwei Heere. Das Heer des Königs und das Heer eines Prinzen und an seiner Seite eine Gottheit. Diese Gottheit ist die meistverehrte Gottheit in Indien, Lord Krishna. Und Lord Krishna sagt zu dem Prinzen, du musst kämpfen. Du musst kämpfen gegen das andere Heer. Und der Prinz sagt, das sind meine Verwandten. Warum soll ich gegen meine Verwandten kämpfen? Ich will meine Verwandten nicht töten. Und die Gottheit sagt, nein, es ist deine Aufgabe zu kämpfen gegen deine Familie. Und der Prinz widerspricht der Gottheit und sagt, ist es nicht besser, in den Wald zu gehen, zur Meditation? Ich will meine Verwandten nicht töten. Ich will in den Wald gehen und auf die Macht und alles verzichten. Und dann folgt der eigentliche Inhalt des Buches, die große Offenbarung, die letztendlich besagt und den Prinzen überzeugen soll, warum er in die Schlacht gehen mag, warum er in die Schlacht gehen soll und nicht in den Wald zur Meditation. Und was macht Satguru und die ganzen Yogis und Meister aus dem weisen Indien? Sie gehen alle in den Wald zur Meditation und vergessen auf die Schlacht. Sie übergehen die Essenz der indischen Weisheit und sprechen Tag ein und Tag aus von der Weisheit. Und was ist dieser Kampf? Der Kampf ist gleich da drüben. Gleich da drüben. In der Stadt. Aber hier im Wald ist es ruhig. Hier im Wald ist kein Kampf. Solange man nicht den einen oder anderen Stein hebt. Auch hier ist Kampf, überall ist Kampf. Und hier in der Stille sind die Menschen freundlich. Und sie grüßen einander. Sie sind keine Zombies mehr. Und wahrscheinlich auch keine Dämonen. In Wahrheit oder andererseits will ich sie natürlich nicht töten. In Wahrheit liebe ich sie. In Wahrheit lieben wir uns alle. Es ist wahrscheinlich nur dann Hass und nicht Liebe, wenn wir uns verstoßen vorkommen, nicht angenommen. Aber hier im Wald ist jeder angenommen. Hier im Wald wird niemand verstoßen. Hier im Wald ist ein Baum wie der andere. Wenn wir uns aus dem Einzelnen herauslösen, dann wird die Relation bekannt zum Ganzen. Das Ganze, das Absolute ist nicht absolut, weil es fehlerfrei wäre oder allmächtig wäre. Es ist absolut, weil sich das Einzelne, weil sich jedes Einzelne auf es bezieht. Das Einzelne bezieht sich auf das Ganze. Unitation. Dieser Planet ist eigentlich gar nicht dafür geschaffen. Auch wenn ich es nicht als Lebensprinzip empfehlen würde, weil es letztlich doch zu schwierig ist. Aber ab und an, wie ich nicht im Wald lebe, aber ihn immer wieder aufsuche.
Geheimnis zum großen Geheimnis ist die Offenständigkeit. Alle Blockaden fallen lassen, alle Ansprüche, alle Bedenken beiseite lassen, alle Erwartungen, jede Form der Konditionierung, jede Form des Wollens. In der Stadt müssen wir wollen. Im Wald, im Yoga können wir lernen, das Nicht-Wollen. Wollen und Nicht-Wollen, das ist ein Ganzes. Aber auch Denken und Nicht-Denken ist ein Ganzes. In der Stadt wollen wir denken, hier wollen wir nicht denken. Ebenso suchen. In der Stadt müssen wir suchen. Hier lernen wir das Nicht-Suchen. Mit Suchen vertreiben wir das, was wir suchen. Das hier, all das hier, vertreiben wir mit Suchen. Und wenn die Gedanken verschwinden, kann was anderes kommen. Hier sind keine Menschen, hier sind keine Bäume, kein Weg, kein Ziel und kein Himmel. Wenn ich die Dinge aufmerksam ansehe, dann verschwindet der Gedanke an sie. Und kommt ein Gedanke, dann konzentriere ich mich auf meinen Gedanken. Der verschwindet. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Sie übergehen die Essenz der indischen Weisheit und sprechen Tag ein und Tag aus von der Weisheit. Und was ist dieser Kampf? Der Kampf ist gleich da drüben. Gleich da drüben. In der Stadt.